Ihr dachtet, der Vlog ist zu Ende? Nein, es wird weitergeladen, auch in der Nacht, weil wir müssen hier die Bude noch ein bisschen voll machen. Switch mal kurz die Cam. Und zwar gibt es hier meine nächste Lademahlzeit, bestehend aus Babybrei, Onkel Ben's Reisbisschen mit drin, kleinen Rosinen, richtig, richtig geil. Hier wird alles dokumentiert und das zeige ich euch alle spätestens, wenn die Wettkämpfe um sind. Aber jetzt heißt es erstmal Mahlzeit ballern, let's fucking go! So, Freunde, ich bin wieder wach. Was heißt wach? Jetzt steht die nächste Carb-Mahlzeit an. Hier ein bisschen so Babybrei. Und dann gibt es hier noch ein paar Reiswaffeln. Zack. Und einen halben Onkel Bens Reis ist da jetzt drin. Wird jetzt vernichtet. Und dann sehen wir uns gleich. Hey Freunde und somit herzlich willkommen bei diesem Vlog. Leute, wir sind in London, heute ist Showday. Ich habe euch gestern mal ein bisschen mitgenommen, zu dem Tagio verteilt beim Laden. Und ja, ich würde sagen, da kann noch was rein. Also fürs nächste Mal wissen wir, ich habe alles dokumentiert, was ich noch laden könnte. Und ja, aber ich würde sagen, für die Umstände bin ich ganz zufrieden. Wie gesagt, heute Nacht nochmal 4 Uhr gekommen, da muss ich unbedingt mal checken lassen, was jetzt Lage ist. Jetzt heißt noch ein bisschen chillen, dann vielleicht mal ein bisschen eine Reiswaffel packen, ein bisschen Ecken so rum. Und ja, die Haare machen, Farbe machen. Ich nehme mich ein bisschen mit, wahrscheinlich werde ich euch nicht alles zeigen können, weil ich, je nachdem, welche die Kamera dann übernimmt, schauen wir mal. Haut auf jeden Fall rein, viel Spaß beim Vlog und let's fucking go. So Freunde, heute gibt es nur noch diese Reiswaffeln hier, weil ehrlich gesagt, ich habe jetzt auch nicht mehr so Bock, irgendwie irgendeine Scheiße reinzujagen, weil die Form, die ich, ich sag's euch, ich habe das Gefühl, so hart. So hart war ich. War ich noch nie und der Rest ist mir eigentlich scheißegal. Ich weiß, mir fehlt Muskulatur oder mir fehlt Muskulatur. Also das sollte ich jetzt nach, wo sind wir, in London, so rum beanspruchen oder bearbeiten. Also deswegen mache ich mir da keinen Stress, gar keinen Stress. Und ja, Leute, ich finde es einfach nur crazy, wie sich der Körper innerhalb von ein paar Stunden einfach ändern kann. Also ich denke mal, ich leg mich jetzt noch eine Stunde hin und dann sehen wir uns. Hier läuft ein Fernseher, deswegen. Sehen wir uns einfach später, wenn ich wieder wach bin. Bis Freunde. Haut rein, bis gleich. Isabel Teel, Anna Banadiki. Ja, Habibi, Banadiki. Malili, Banadiki. Anna Hena, Banadiki. Malili, Banadiki. Ja, Habibi, Banadiki. Anna Hena, Banadiki. Ja, Habibi, Banadiki. Ja, Habibi. Ja, Habibi, ja, Habibi. So, Friends, jetzt haben wir meine Haare gemacht. Und Rochelle, die tut wieder laden. Mein Gesicht hat sich verblendet. Ja, Habibi, ja, Habibi, ja, Habibi. Habibi, ja, Habibi, ja, Habibi, ja, Habibi. Ja, Habibi, ja, Habibi. Ja, Habibi. So, meine Freunde, jetzt geht's los. Ich bin ready. Was auf mich zukommt, ist mir eigentlich relativ, weil ich mich dann einfach wieder leben genießen. Mit meiner Familie, meinen Freunden, mit den Leuten, die mir wichtig sind, am Herzen. Und ja, also Leute, vielen Dank schon mal fürs Einschalten. Und let's go dance, started. Ja, Habibi, ja, Habibi, tu es tombé comme la pluie. Hallo. مالي انا ومالها مالها خليها في حالها حالها مش هجر شكلها شكلها ما انا عارف انها هترجع تاني بمزاجها.
So, Freunde, den Kopf am Abnibbeln. Sieht man da was oben? Alles da. Leute, ich bin fix und alle. Und ich freue mich schon einfach nur auf das. Ich will meinen fucking Spaß haben. Mit dem Kerl auch hinter der Kamera. Können wir mal haben, oder? Draußen gibt's Pizza. Oh, die will ich gar nicht. Alter. So ein Five Guys wäre schon jetzt schlecht. Gibt's oder? Auch. Eis gibt's auch. Eis? Boah, ich esse einfach wieder einen Salat, ne? Kann man auch machen, oder? Was habe ich letztes Mal gegessen? Sag's mal den Leuten. Sushi. Nee, oder? War das nicht? Wir waren letztes Mal. Wo wir Gurken. Unser Gurken-Einkauf. Ach. War Gurken, was, ne? Nackige Gurken. Und Paprika. Gurke, Paprika. Wir fahren schon mit der Schiene rum. Leute, das wird was hier. Und wenn ich komplett abkratze, Olli schränkt mal rüber zur Mülltonne. Dann fliege ich in die Mülltonne. Da wird er entsorgt. An Wüste grenzt. Halb tot. Ich gebe jetzt nochmal alles und dann heißt Next Step. Alter, ich freue mich so auf das Essen. Alter, ich habe voll die Farbe in der Fresse. Meine Fresse ist trocken. Scheiße. Guck mal, wie wir hier getroffen haben. Es geht nicht. Guck, von wo kommst du, Bro? Mal die Schnauze da. Alle schreien hier und die denken alle, wie fucking Deutsch hier, Alter. So, Freunde, wir warten immer noch. Jetzt sind wir auch bald dran. Shape ist schon okay. Olli ist schon okay. Ah, schaut gut aus. Leute, ich bin einfach top. Ich schreie hier rum. 179, 179, 179, 179. Die schreit sich die Seele ab. Oh, der wartet auch hier. Ja, Mann, Alter, die ist verrückt, die Schüsse. Du hast die Stimme, die hat. Leute, der ist schon, richtig hyped, Alter. Er will einfach auf die Bühne und so ein Ninja-Rodi ist so. So, Leute. Jetzt geht's langsam los. Auspumpen. Mal gucken, ob wir ready werden hier. Einmal andere Band schaffen. Ja, härter geht's nicht, oder? Ja. Auf jeden Fall, ey, das ist ripped. Guck mal auf eine Nahaufnahme hier, guck mal. Ballmann, for the Germany. One more time. Leute, jetzt müsst ihr gerade eigentlich das Video gesehen haben. Show, Sohn, der hier ist nächstes Jahr, was ist nächstes Jahr? Dieses Jahr auch noch, holt sich diese fucking Karte mit seiner, alle, zumindest ich das Flex. Ich erzähl hier, und der Flex einfach. Warte mal ganz kurz, Alter, ich sag, der ist nur zum Schleim oder so, das ist wirklich krass, Alter. Wasch da, guck dich mal an hier. Wie ein Blatt Papier. Ja, Leute. Wahnsinnig, Alter. Der Typ hier. Will ich mal ganz kurz ausziehen, sagen wir glaube ich mal. Zieh ich mal ganz kurz aus. Für meine Leute. Für meine Leute. Okay. Leute, gebt euch mal den. Was war das? Was deine Meisterschaften, wo hast du das eigentlich gemacht? Du warst erst in Deutschland, ne? Genau, ich war in Deutschland. Letztes Jahr war ich Alicante, Portugal. Und das ist mein dritter jetzt NPC Wettkampf. Wenn ihr wisst, no front gegen den Typ, aber der versteht mich sowieso nicht. Wenn ihr wisst, wenn ihr wisst, wer sich hier die Pro-Card geholt hat. Ja. No front. Sag ganz kurz. Hey, ich meine, das ist ungerecht. Aber egal. Wer den gewollt hat. Du kennst schon Fabi, oder? Ja, ich verstehe nicht. Der hat, wenn der so weitermacht, hat er zu Olympia. So eine Rudi Broker, der gewinnt in Deutschland nicht mal eine regionale. Ja, sorry, ja. Aber sorry, no. Ich habe den verlinkt und so, gell? Fang mal, hau mal kurz dein Instagram rein. Ich habe den verlinkt und so, ich kann den Kopf nicht gemeint haben. Wenn ihr sagt, wenn ich am Ende gucke, ist mein Instagram. Leute, der Typ hier, der muss dieses Jahr noch eine Show machen. Wenn das auch, keine Ahnung was ist, Alter, hinter Hukto Buktu, Alter. Dankeschön. Und holt sich dann die Bro-Card. Ohne Witz, also. Ja, so ist es halt Spiel halt. Der ist so, du steckst nicht mit drin. Ja, man weiß nicht, was die Charge sehen möchte. Einmal zu hart, einmal zu dünn, einmal zu breit, einmal zu hässlich, einmal zu, keine Ahnung, steht der große Zisch, steht der große zu zick, zu dünn. No front gegen BK oder keine Ahnung was.
Ja, Leute, man weiß es nicht. Mit Daniel ist auf jeden Fall am Start. Das ist aber cool, dich hier kennenzulernen. Ich habe immer Instagram gesehen. Ich hab auch immer. Du hast mich gar nicht geguckt. Oh, Mann. Da kommt man mit keinem Scheiß, Alter. Der hat so viele Follower, der guckt gar nicht mal 500. So. Und ihr könnt gespannt sein. Ich zwinge ihn noch dazu, dass er auch mit so einem Ententeil mit mir durch die Stadt läuft. Königstraße, Stuttgart. Oder wir gehen nach, oder ich komme nach Frankfurt. Oder ich komme nach Frankfurt. Ja, das können wir machen, Frankfurt. Frankfurt kennt mich zum Glück niemand, wird mich da noch niemand mehr kennenlernen. Hoffe ich mal. Wenn am besten Sonntag so. Am besten Sonntag. So, ich hab viel los, oder? Ich würde sagen, die nächsten 1000 Follower gehen dann auf seinen Nacken, weil. Ja, also. Nee. Wir werden auf jeden Fall in nächster Zeit einiges zusammen machen, denke ich mal. Bleibt auf jeden Fall am Ball. Wir schalten später wieder ein. Ja, das Ding, keine Ahnung, was ich mit dem mache. Kann man überhaupt ein Tankgepäck fliegen? Und ich fliege das ja, ja. Mit Schuss, glaube ich. Kein Übergepäck. Okay. Leute. Wenn nicht, da schlage ich meinen Nebensitzer damit. Geflogen sind mit diesem alten Typ da, der wollte mir einfach Creme verkaufen. So. Neben mir saß ein alter Typ, der wollte eine Handcreme aus Griechenland verkaufen. Ich schwör's dir auch nicht. Sonst alle spielen es auf Instagram. Follow den Typ. Peace. Auf seine Wampe, auf meine Wampe. Peace out, Leute, das ist mir raus. So, meine Freunde, wir haben jetzt hier einen von Headcharge am Start und er sagt euch jetzt mal die ehrliche Meinung. So, hi everyone. This guy brought an amazing condition on stage. A rip to the bone. Very hard dieting, super conditioned, super hard work for him. So well done. It's too much, even too much conditioning, too much hard, really, really hard, and ripped to the bone. Bit too much. Look at that. Thank you so much, brother. Bye bye. So, meine Freunde, wir haben jetzt noch die ganzen anderen Backstage abgeschickt, dies, das. Und die Meinung von den Charges haben wir uns als auch eingeholt. Jetzt wisst ihr ein bisschen Bescheid. Einfach sagen, ich schalte wieder ein im Hotel. So, Freunde, ich melde mich jetzt wieder. Ich war jetzt gerade duschen, frisch vom Wettkampf gekommen und ey, es sind immer noch Streifen am Start. Ich musste hier filmen, so ein bisschen mein Dingsbums, weil mein scheiß Stativ kaputt gegangen ist, Leute. Also richtig abfick. Und ich sag's euch, ihr habt's gesehen. We made it, Leute. Ich glaube, jetzt alle spielen es jetzt. Bin ich bei den Profis angekommen und es war richtig, richtig geil. Zweiter Profi-Wettkampf. Ich bin immer noch dehydriert, das fuck, ich habe nichts getrunken, nichts danach gecheatet. Leute, ihr denkt euch auch, der Typ hat einen Schaden. Aber diesen Shake, den will ich nicht kaputt machen. Was, wie, wo es jetzt zu essen gibt, das zeige ich euch dann. So, Leute, frisch von der Dusche meldet sich der flache Chris. Und jetzt ganz, ganz wichtig, ich habe nach der Show, während der Show habe ich noch ein bisschen was getrunken. Nach der Show nichts getrunken, nichts gegessen, nichts gecheatet. Aber Reiswaffeln und sowas kommt gleich mal weg. Habe ich gar keinen Bock drauf. Jetzt ganz, ganz wichtig. Erstmal mein ganzer Körper, so gesagt, ein bisschen regeneriert, entgiftet werden. Ich habe übelste Krämpfe bekommen. Deswegen gibt es hier erstmal Fett, Magnesium, die ich verschwätze auch im Start. Jetzt habe ich mir extra alles vorbereitet. Video mache, fällt die Tablette runter. Fuck. Ladung Nummer 1. Eine Ladung. So, Freunde, Subs im System. Ich hab gerade mal fast 2 Liter weggeext. Jetzt gehen wir einkaufen. Und was es dann zu essen gibt, worauf ich Bock habe, zeige ich gleich. So, Freunde, Olli, komm kurz mit dir. Jetzt. Endlich vorbei. Jetzt geht's erstmal was Futen, oder? Jetzt gehen wir was essen. Habe ich mir das verdient? Ja, heute hast du es verdient. Heute ja. Aber nur heute. Na, nee, Quatsch. Heute Farbe ist abgegangen. Ein Glück. Und ja, jetzt gucken wir mal, was es zu essen gibt. Eigentlich habe ich ehrlich gesagt nur Bock auf einen Salat, Alter. Ja, wenn es noch was gibt, das müssen wir schauen. Das ist das Problem, weil sonst sind wir hops. Hat sich alles zeitlich verzögert. Mami hat schon ein Stativ bestellt. Ja, schon gut. Gekauft. Und ja, jetzt. So, dann schauen wir mal, was es gibt heute. Und dann schalte ich wieder ein, Leute, wenn es irgendwas gibt. Wenn nicht, dann verhungere ich halt. Was ist hier los, Olli? Die kommen alle wegen dir. Hier tobt der Bär. Alle wegen dir. Windsor, müsst ihr hin. So, Leute, wir checken jetzt erstmal die Apps. Die müssen jetzt mal gefüttert werden. Und schreckt mal hier rüber. Da vorne ist Five Guys. Und ich glaube, da gehen wir jetzt hin. Freunde, jetzt wird geballert. Freunde, Number 1, voll Bock auf Kokosnüsse. Den Number 2,
gefrorene Beeren. Voll Bock drauf gerade, also als unnütz, wie ein Paradies. Könnte man eigentlich alles gönnen? Aber macht's nicht. Jetzt muss ich euch echt mal was zeigen, was mich richtig fett antörnt. Ich glaube, voll Bock drauf habe. Das hier. Tschüss. Wie so ein Paradies, Leute. Gebt euch mal das hier. Ich liebe Müsli. Leute, jetzt gibt's die Beeren on the way. Bisschen Sushi. Weil ich bin im Himmel, aber ich glaube, das wird nicht lang hier. Es geht weiter. Das heißt, weiter werden sie mit einem geilen Burger aus. Oh, Freunde. Warte kurz. Oh. Olli, let's go. Wir sind noch im Einkaufsladen und gönnen uns ein paar Snacks. Vor heute Abend noch. Die habe ich mir auch verdient. Und ja, starten wir mal. Mit einem geilen Riegel, oder? Würde ich sagen. Starten, ganz klassisch. Erstmal probieren. Number two. Kann man essen, Leute. Next one, Leute. Eine Gurke. Was nicht fehlen darf. Eier!